Frau Evi-Simoni, ich freue mich, Sie auf dem Stand von Klett-Cotta auf der Frankfurter Buchmesse zu treffen. Sie kommen aus Stuttgart und Sie sind seit 1981 Sportredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja. Und 1996 wurden Sie zur Sportjournalistin des Jahres gewählt und Schlagmann ist Ihr erster Roman. Um was geht es in diesem Roman? In dem Roman Schlagmann geht es um das Leben und das Sterben eines Leistungsruderers. Und der Roman beruht auf einer wahren Begebenheit? Ja, Ausgangspunkt ist das Schicksal eines Ruderers, den es wirklich gegeben hat, der Schlagmann des Deutschlandachters war und der 1988 Olympiasieger geworden ist und der 2001 an Magersucht gestorben ist. Das ist aber der Ausgangspunkt. Es handelt sich um einen Roman und es handelt sich um eine Fiktion, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Wie groß sind die fiktionalen Anteile an dem Roman? Ja, diese Frage wird mir oft gestellt und ich kann sie nur ganz schwer beantworten. Ich habe sie mir aber selbst ausgedacht. Wunderbar, ja, das glaube ich. Das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Nur meine Antwort fällt jedes Mal anders aus und das mache ich nicht mutwillig, sondern weil ich merke, wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe am Anfang immer gesagt, 10% stützen sich auf wahre Begebenheiten. Es war aber natürlich mein Ansinnen, ein Muster zu beschreiben. Und das Muster einer psychisch gestörten Persönlichkeit, die sich im Sport, im Hochleistungssport zu Hause fühlt, weil da Dinge ausgelebt werden können, die man im normalen Leben nicht ausleben kann. Und dieses Muster, das führt natürlich auch in meiner Imagination zu Schlussfolgerungen. Und es hat sich gezeigt, dass sehr viele Dinge, von denen, die ich eigentlich erfunden habe, sich dann auch als Parallele oder als Ähnlichkeit zu wirklichen Begebenheiten herausgestellt hat. Und dieses Verschwimmen zwischen Realität und Erfindung, das ist für mich ein sensationelles Erlebnis, also eine wahnsinnig interessante Erkenntnis, dass es sowas gibt wie einen logischen Zusammenhang auch in Biografien und so und Muster, die so überdeutlich ablaufen und die doch den Menschen immer so individuelle Schicksale aufzwingen. Ja, wie sind Sie denn auf Anja gekommen? Anja gab es im realen Leben nicht, nicht? Nein, also es gab natürlich auch... Also Anja ist die Freundin von Arne, ne? Ja, also im realen Leben von Barne Rabe gab es natürlich auch eine Freundin, die ich aber nicht gekannt habe und auch nicht kenne. Und ich habe sie total erfunden. Ich merke aber inzwischen auch da... Also das will ich nicht näher ausführen, aber ich bekomme Signale auch da, dass Anja durchaus gar nicht so fiktiv ist, wie ich dachte. Aber natürlich sind das Dinge, also das ist im Prinzip auch unwichtig. Also die Figur ist, bin eigentlich ich, so wie ich aber auch Arne Hansen bin und wie ich auch Ali bin und wie ich auch natürlich der Reporter bin in dem Buch. Ja, der Hochleistungssport als solcher steht neben der Person Arne Hansen im Mittelpunkt. Kann man auch sagen, es steht im Mittelpunkt Ihrer Untersuchung? Der Hochleistungssport steht nicht unbedingt als Hochleistungssport an sich im Mittelpunkt, sondern eben als Spielfeld für Menschen und als Bühne, wo Menschen sich auf der Menschen sich in Extremsituationen begeben. Als ein spezielles, fast schon Experimentierfeld für extreme Menschen. Ja, aber Sie sehen in diesen Hochleistungssport manchmal auch ein bisschen kritisch, nicht? Davon können Sie natürlich ausgehen. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Sportreporterin und ich habe schon eine Menge Dinge gesehen und eben auch Grenzüberschreitungen erlebt, von denen ich meine, sie sind nicht mehr vertretbar. Natürlich besteht der Hochleistungssport insgesamt aus Grenzüberschreitungen, ob nun körperlicher oder auch psychischer Art. Und natürlich entstehen da eben auch gefährliche Zonen und die muss man kritisch sehen und man muss die auch, natürlich jetzt spreche ich als Journalistin, kritisch begleiten. Kommen wir nochmal auf Arne zurück. Sie versuchen seine persönlichen Probleme einzukreisen. Er ist ja eigentlich fast ein Autist, nicht? Brauchte der wirklich den Hochleistungssport? Ich glaube, dass der im Hochleistungssport sich selbst war. Also ein Mensch, der seine Persönlichkeit auslöschen möchte, der sich zu einer Maschine machen möchte, der ist natürlich in einem
solchen maschinenmäßigen Ding wie einem Achter, das ja funktioniert wie ein gut geölter Mechanismus. Der Schlagmann auf dem Achter. Ne? Und der Schlagmann, der den Rhythmus vorgibt, der all das vorgibt. Und das ist ja wie so ein Achter, wenn man den fahren sieht, der funktioniert ja wie so ein Motor, auch das Geräusch, das ist ja wie Zylinder und Kolben. Und das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Es muss millimetergenau funktionieren. Und dürfen Sie kein Individuum mehr sein, zumindest für diese Zeit, wenn Sie zusammenfahren. Und jemand, der kein Individuum sein möchte, sondern ein Maschinenteil sein möchte, der ist da richtig. Ja. Und der weiß es, fühlt sich selber richtig. Was mich so fasziniert hat, ist, dass er eigentlich so schweigsam ist, also fast autistisch beinahe ist. Und gleichzeitig, wenn er etwas den anderen sagt, haben Sie auch in Ihrem Buch so beschrieben, dann kommt das fast nicht widerspruchsduldend herüber, nicht? Ja, also das hat, glaube ich, dann auch mit dieser vereinfachten Denkweise zu tun, mit diesem Maschinendenken auch. Also das wird ja alles zu der Funktion untergeordnet. Da gibt es dann keine emotionalen Ablenkungen, wie jetzt wir, ein Mensch wie ich, der hat ständig irgendwelche Bilder im Kopf und kann eigentlich so straight gar nicht denken, wie jemand das tun kann, der alles abstrahiert auf die Leistung. Mhm. Ist Ihr Buch auch eine Kritik an seinen Sportskameraden? Überhaupt nicht. Ich würde sogar eher sagen, ich stelle seine Sportskameraden als Opfer dieser Entwicklung dar. Man kann natürlich sagen, sie haben nichts gemerkt, aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass man einem Menschen auf einem solchen Weg in die Selbstzerstörung irgendeine Rettung bieten kann. Im Gegenteil, man läuft Gefahr, dass man von dieser Energie zum Werkzeug einer Krankheit gemacht wird, dass man, ohne es zu wissen, mithilft. Also jemand, der mitgeholfen hat, einen Menschen zu zerstören, der sich selbst zerstören will, der hat vielleicht später Schuldgefühle und ist doch eigentlich Opfer dieser Krankheit geworden. Diese sind zum Beispiel bei Ali als Teamkamerad. Ja. Geht die Fairness manchmal im Hochleistungssport, kann die auch manchmal verloren gehen irgendwie? Oder ist das ganz anders zu verstehen? Ich glaube, das ist anders zu verstehen. Also es gibt ja eine Szene in meinem Buch, die so eine Art Duell darstellt. Also es geht um Um einer. Ja, genau. Ja. Es geht um den Schlagplatz im Achter und es wird in einem Einerrennen ausgefahren. Und das heißt, einer tritt gegen den anderen ein Kamerad gegen den anderen. Sie sind Trainingspartner, sie sind lange schon zusammen. Es ist irgendwie so eine Art Paarbeziehung. Und jetzt treten die an gegeneinander. Ali gewinnt und schmeißt quasi den Arne aus dem Achter. Also Arne verliert. Aber nicht absichtlich, der Trainer hat ihn eigentlich rausgeschossen, nur die Folge dieses das verlorenen Zweikampf. Ja, das Geheimnis ist, dass ja Arne diesen Zweikampf gefordert hat. Arne ist zum Trainer gegangen und hat gesagt, ich will das jetzt auf dem Wasser ausfechten. Und der Trainer hat gesagt, okay, das finde ich am besten, wenn wir das sportlich lösen. Die treten gegeneinander an. Ali wirft Arne vom Schlagplatz runter und hat hinterher entsetzliche Schuldgefühle, dass er das gemacht hat und glaubt, alles, was danach passiert ist, sei deswegen passiert. Und kann nicht erkennen, dass das, was passiert ist, natürlich auf jeden Fall passiert wäre, dass er quasi der Assistent des Untergangs war, dass Arne ihn zum Assistent des Untergangs, seines eigenen Untergangs gemacht hat und ihn damit belastet. War das für Arne sehr schlimm, dass er ihn unmittelbar hinterher gleich mit Anja erwischt hat? Naja, das ist natürlich, macht den Untergang natürlich doch sehr viel dramatischer noch, wenn auch die Männlichkeit noch betroffen ist. Wer sollte Ihr Buch lesen? Alle Menschen, die sich für Sport interessieren, für Liebesgeschichten, für Magersucht, für psychische Verfasstheiten, die sich mit Schuldgefühlen rumquälen. Männer, Frauen, Jugendliche, Alte, möglichst viele. Und ich glaube auch, dass für jeden etwas drinsteht. Ich habe es in einem Zug durchgelesen. Ich war fasziniert, wie toll das geschrieben ist. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, Frau Simoni. Bitteschön.